Guten Morgen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, komme ich nach dir und ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für deine Güte, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Ich bete auch, dass du dich das Wort uns redest, Herr. Herr, ich bete dich, halb uns, dass wir dich wie dich gönnen, dass wir deine Stimme vernehmen, Herr, dass wir dich horchen. Dat we dingen wegen en niet onze ene Heer. Dat bid ik in Jezus in noemen. Amen. Kapitel 31 van 1. Mose zegt: Eines Tages erfuhr Jakob, dass Labans Söhne über ihn schimpften. Der Kerl ist ein Dieb. Alles hat er sich von meinem Vater unter den Nagel gerissen. Auf unsere Kosten ist er reich geworden. An Labans finsterer Miene bemerkte Jakob, dass auch sein Onkel nicht mehr so auf seiner Seite stand wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob: Geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deinen Verwandten. Ich bin mit dir. Ich werde dich beschützen. Jakob hat er falsch. Alles, was er deit, sehen Gott. Und er feilt sich gemütlich, wahrscheinlich te gemütlich. Wahrscheinlich wird er altit im Trigon in sein Land. Und er wird nach ihm ab, der selbst steht. Und ich hatte im Leben mehrmals gemeint, dass Gott hat erlaubt, dass andere Menschen ans Schübe. Jakob feilt sich gedrängt. Jakob fühlt sich bedrängt. Und ich glaube, wenn vielleicht bloß Gott am Gerät hat, dann wäre ich vielleicht nicht gegangen, aber am wartet er angemütlich. Und ich glaube, Gott leitet er, dass er angemütlich war, dass er bereit wäre. Trägt er gehen, wo er angehört. Und Gott schafft am Bad diese wunderbare Versprechen. Ich sie mit dir. Ich werde dich bewahren. Daraufhin ließ Jakob Rahel und Lea zu sich auf die Weide holen. Er sagte zu ihnen: Ich merke es, euer Vater an, er ist nicht mehr so freundlich zu mir wie früher. Aber der Gott meiner Väter hält zu mir. Ihr wisst, wie ich für euren Vater gearbeitet habe. Meine ganze Kraft habe ich für ihn angesetzt. Trotzdem hat er mich betrogen und mir immer wieder einen anderen Lohn gegeben, als wir vereinbart hatten. Aber Gott hat nicht zugelassen, dass er mir Schaden zufügen konnte. Also wie seine Amma war da, wel gut Gott ist. Gott ist so gut. Laban hat Jakob Amma war da versucht in die Türsche. Aber Gott hat ihn gesehen. Gott wie mit ihm gewesen. Aber nun wird er Zeit, dass er trägt. Wie sein er, dass er noch einmal diese Angst von seiner Vergangenheit hat. Am fehlt der Courage zum Trägen. Am fehlt der Mut. Und wenn Gott sieht, dass sie mit ihm, trotzdem wird sein Wort noch einmal Fall von dieser Angst für seinen Bruder Esau. Und darin hat er nicht gemerkt. Dritte Tratsche. Aber nun leidet Gott diese Situation zu, um am Not zu schieben, dass er sich entscheidet hat. Und Gott in seine Genau dreht am Gott redet, ich war die Apostel. Ich glaube, diese Situation wurde viele Menschen in ihrem eigenen Leben verstanden. Wenn es für Fokke geht, wie das so eine Situation, wo wir weiter, dass wir selber das in die Hand tun. Aber wir entscheiden uns nicht, wenn wir gemütlich sind. Was mit einmal der Situation uns als schafft und uns dort bringt, dass wir mal eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, du hast dort wichtig, dass wir immer wieder bereit sind, auf Gottes Stamm zu herrschen, Fuß zu herrschen. Ich glaube, dann würde wie für andere Mietlichkeiten vorgebaut worden.
Aber sehr focke und wie gemütlich sind in Gott ans Rot. Dann entscheidet wie ans nicht, was das schwander wird. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Wort und wie seine, weil du mit Jakob wirst. Trotzdem, er immer war der Zwiebel. Herr, trotzdem, er viele Ungerechtigkeiten erlebt, die wirst mit ihm. Herr, das wie ein normaler Mensch. Mit so viel Schwierigkeiten kreuzt es wie. Und du liest am Bleiben, du liest am Vertrauen, du jäufst ihm immer war dein Versprechen. Und du jäufst ihm auch immer war dein Teken von, dass du am Sehen sind, dass du mit ihm bist. Herr, ich bete, dass du mit uns in so einer Barmherzigkeit in die Not handelst. Und dass wir es lernen, auf dich zu vertrauen, Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.